Hey Leute, hier möchte ich jetzt für euch ein kleines Video über die aktuelle Nightwave machen und falls irgendwas mit meinem Output hier tontechnisch nicht stimmen sollte, tut's mir leid, weil das letzte Windows-Update hat mir komplett meine Soundeinstellung zerschossen gehabt. Aber ich hoffe einfach, dass es einigermaßen noch hinhaut. So, fangen wir mal an. Dann als erstes schauen wir wieder den Shop rein, schauen, was es Neues gibt. Und wir sehen schon mal, dass wir komplett Neues nichts haben. Aber von den neuen PvP-Mods ist immerhin der Geistessturm-Mod dabei, der relativ witzig ist für die Krakata. Und ja, also der hier ist relativ interessant, kann man überlegen, sich zu holen. Und ansonsten kann ich eigentlich sagen, dass die anderen PvP-Mods, die dieses Mal im Angebot sind, so naja sind. Also kann man sich holen, muss man sich nicht. Töte 140 Gegner durch Hitzeschaden, moddet einfach Hitze in irgendeine Waffe rein, tötet damit die Gegner. Oder ihr moddet Hitze in die Mesa-Regulatoren, tötet damit die Gegner. Oder ihr tötet einfach mit Ember die Gegner. Interagiere mit einem Cooper oder Cavet. Super easy, zeige ich euch gleich. Müsst ihr einfach nur runter in die Konsole gehen und da auf Interagieren drücken. Beende eine Mission, bei der du nur eine Nahkampfwaffe ausgerüstet hast, selbsterklärend. Schließe 5 verschiedene Aufträge in den Ebenen von Eidolon ab. Naja, da muss man dann einfach nur in die Ebenen gehen, beziehungsweise erst zu Konso gehen, Aufträge annehmen und die dann machen. Oder ihr nehmt zum Beispiel die ersten 3 bei Konso an, wartet bis die dann resetten, macht nochmal die ersten 2. Oder ihr macht einfach die ersten 2 bei Konso, geht in die Planes, sucht da die Terminals, wo ihr Aufträge annehmen könnt und macht dann so weiter. Also ich persönlich würde diese Aufgabe ja gar nicht machen, weil sie sich vom Zeitlichen einfach überhaupt nicht lohnt. Ich gehe mal davon aus, ihr braucht dafür mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar länger. Und das ist die Zeit einfach nicht wert, weil die Nightwave geht mehr als lang genug, also kein Stress. Öffne 4 Orokin Frag Vaults, der ist relativ gut, weil da könnt ihr die Corrupted Mods rausbekommen. Dafür müsst ihr dann ins Orokin Derelict gehen, mit euren Drachenschlüsseln, dann die Tresore aufmachen und ja, da bekommt ihr dann halt die korrumpierten Mods raus, die ihr zum einen gut verkaufen könnt, zum anderen kann man die auch immer gut gebrauchen und 4 Stück zu machen dauert jetzt auch nicht so lange. Man kann das Ganze natürlich solo machen, indem man alle 4 Schlüssel mitnimmt, aber ich würde euch empfehlen, geht einfach zu viert rein, jeder einen Schlüssel, teilt euch auf, sucht die ganze Map ab, fertig. Ich würde euch an dieser Stelle empfehlen, dass ihr Gefangennahme macht, weil wenn ihr Glück habt, findet ihr den Raum direkt und dann könnt ihr auch direkt extrahieren. Und zum anderen würde ich euch empfehlen, dass einer immer direkt schon bis zum Ende durchläuft, weil wie ätzend ist denn das bitte, wenn ihr 10 Minuten die komplette Karte absucht und dann im Extraktionsraum, dass da der Tresor drin ist. Und manchmal, auch wenn einer schon zum Ende rusht, kommt er einfach an dem Tresor vorbei und von daher kann ich euch das nur so empfehlen. Alleine würde ich das vermutlich nicht machen, weil da einfach zu viel Zeit drauf geht. Ich denke, alleine mindestens 5 Minuten pro Mission, im Team könnt ihr es vielleicht in 2 Minuten schaffen. Beende 3 Albtraum-Missionen eines beliebigen Typs. Das ist relativ simpel, da müsst ihr einfach einen Planeten schon komplett durchhaben. Danach gibt es dann diese roten Flecken. Das hier wäre zum Beispiel einer. Und dann würde ich halt eben die machen, die schnell gehen, wie Sabotage, Gefangennahme, Auslöschung, sowas. Überleben und so würde ich nicht machen, einfach auch, weil die zu lange dauern im Vergleich. Dann veredle einen modularen Gegenstand. Der sollte eigentlich nicht mehr drin sein, weil das wurde rausgenommen. Aber als veredeln gilt eigentlich alles, klingt jetzt blöd, aber alles, was man veredeln kann. Das heißt, Source gelten, Kitguns primär wie auch sekundär, Moa zählt aber auch Verstärker. Das heißt, da es diese Woche noch drin ist, würde ich euch empfehlen, geht zu, oh, wie heißt der nochmal, Quill Onko, also Cetus, holt euch da die Mode Amp, also den Anfangsverstärker oder Basisverstärker, wie auch immer das Ding heißt, kostet so gut wie nichts herzustellen und das Ding veredelt ihr dann einmal. Da habt ihr halt die minimalsten Kosten. Ich guck gerade, ob ich es hier noch irgendwo habe. Ich müsste ich eigentlich noch einen übrig haben. Ja, Anfangsverstärker. Kostet nur ein Irrlicht, ein bisschen Pyrol. Also den würde ich euch empfehlen zu bauen, veredeln und dann direkt verkaufen. Das wäre halt mein Tipp an dieser Stelle für euch. Dann beendet 12 Armaturen in Störung. Auch selbsterklärend, Störung ist halt ein Missionstyp, da spielt ihr dann 3 Runden, habt 12 Armaturen fertig. Ist ja schnell gemacht, jetzt nichts, wo man besonders drauf eingehen müsste. Und machen wir hier weiter. Beende eine Auslöschungsmission gegen Level 30 Gegner oder höher, ohne Alarm auszulösen. Und da würde ich euch einfach eine Mission empfehlen, wo man keinen Alarm auslösen kann,
wie zum Beispiel im Void. Und da könnt ihr dann einfach durchmarschieren oder wenn ihr es wirklich Stealth machen wollt, nehmt ihr euch Loki mit dem Stille-Augment, mit dem Unsichtbarkeits-Augment und killt dann damit alle Gegner. Aber soweit ich weiß, oder auch so wie ich es immer gemacht habe, geht ihr einfach Gegner Level 30 rein, tötet alles, fertig. Siege einen Phantom des Silbernen Hains habt ihr freigeschaltet, nachdem ihr die Silberhain-Quest gemacht habt. Von daher solltet ihr auch eigentlich wissen, was damit gemeint ist. Und ja, dann geht ihr einfach da mit einem Team am besten rein, irgendeiner klatscht eine Tinktur rein und fertig. Also sollte eigentlich auch selbsterklärend sein, weil wenn ihr die Quest gemacht habt, um das freizuschalten, wisst ihr auch, wie das funktioniert. Alles in allem muss ich sagen, es ist eine sehr einfache Woche mit wirklich ätzenden Dingern drin. Also die 12 Armaturen, ja, muss man halt durch, dauert so ungefähr 5 bis 10 Minuten, würde ich sagen. Der modulare Gegenstand ist halt absolut unnötig, dass sowas reingeklatscht wurde. Und das mit den 5 Aufträgen in den Ebenen von Eidolon ist auch so ein Ding, das die Leute einfach hassen. Hier mit den 4 Frag-Vaults, das Ding ist so okay, aber ich kenne auch nur noch wenige, die das wirklich machen, einfach weil es die Zeit nicht wert ist. Und das Interagieren mit dem Begleiter, seht ihr hier gerade, interagieren. Und das sollte es jetzt eigentlich schon gewesen sein. Gucken wir gerade mal. Jupp, das war's schon. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.